Guten Morgen, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu den FLADEX Morning News. Ja, der deutsche Leitindex ist mit roten Vorzeichen in die neue Handelswoche gestartet. Zum Nachmittag, da baute der DAX das Minus auf rund 0,7% aus. Der Schlussstand lag bei 11.546 Punkten. Für Belastung sorgte der Austritt der USA aus dem gerade erst verhandelten Freihandelsabkommen mit einigen Pazifikstaaten. Ja, wie könnte es heute weitergehen für den deutschen Leitindex? Das fragen wir jetzt unsere Korrespondentin in Frankfurt. Schönen guten Morgen, Johanna Klar. Ja, wie sind denn die Vorgaben für den heutigen Handelstag? Nicht ganz so gut. Wir hatten gestern ja schon gesehen, dass es deutlich bergab ging beim deutschen Leitindex. Du hast es gerade schon angesprochen. Aber nicht nur bei uns, sondern auch an der Wall Street kamen eben die ersten Details zum Protektionismus von Seiten Donald Trumps gar nicht so gut an. Denn auch beim Dow Jones ging es gestern bergab. Zum Handelsende konnte man zwar die Verluste ein kleines bisschen verringern, aber eben auch hier diese ersten Details zu Freihandelsabkommen wurden nicht gut aufgenommen. Es war auch ein weiterhin schwacher Ölpreis, der ein bisschen auf dem Dow gelastet hat. Und Donald Trump möchte ja auch noch die US-Unternehmen unterstützen mit Steuersenkungen von 15 oder auf 15-20%. Wie man das Ganze einstufen soll, war den Anlegern nicht so wirklich klar. Das heißt, es ging zum Handelsende 0,1% in den negativen Bereich. Und die Vorgaben heute aus Asien, die sind gemischt. In Japan ist man auch sehr zurückhaltend. Hier haben wir beim Nikkei aktuell ein Minus von 0,6%. In China etwas freundlicher. Der Hang Seng und auch der Shanghai Composite leicht im positiven Bereich, 0,3-0,2%. Der große Sprung sieht allerdings anders aus. Und die Unsicherheit gestern, die haben wir natürlich dann auch beim deutschen Leitindex gesehen. Und einige Experten sagen, ja, diese Vorschusslorbeeren durch die Trump-Rally, die sind mittlerweile eingepreist. Jetzt kommt es aber auf die Umsetzung an. Und die ist ja noch nicht ganz so sicher. Trotzdem, nachdem wir gestern 0,7% verloren haben, rechnen die Experten mit den ersten Berechnungen damit, dass wir eine leichte Gegenreaktion beim DAX erwarten können. Ein hauchdünnes Plus von 0,2%. Na, immerhin. Ganz herzlichen Dank, Johanna, für die Einschätzung. Aus charttechnischer Perspektive, da verbleiben beim DAX auf der Unterseite zunächst Ziele bis auf 11.480 bzw. 11.400 Punkte im Visier. Auf der Oberseite, da bleibt der Fokus dagegen weiterhin auf die Bewegungshochs bei 11.692 bzw. 11.802 Punkte gerichtet. Wie immer zwei Produktideen, mit denen Sie auf diese Marktlage reagieren könnten. Auf der Long-Seite ein Faktorzertifikat mit der WKN MF0 BVL und auf der Short-Seite ebenfalls ein Faktorzertifikat auf den DAX mit der WKN MF0 BVM. Die Termine des Tages, liebe Zuschauer, um 9.30 Uhr bekommen wir hier aus Deutschland den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe und Dienste. Um 10 Uhr dann das EU-weite Pendant dazu. Um 12 Uhr gibt es dann Zahlen von Alibaba, von Verizon um 13 Uhr und um 15.45 Uhr dann auch noch den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe aus den USA. Noch ein Hinweis auf den Newsletter, liebe Zuschauer. Den können Sie abonnieren unter fladex.de/service/newsletter. Ist hier unten nochmal eingeblendet. Montags bis freitags bekommen Sie diesen dann um 8.30 Uhr zugeschickt und eine aktualisierte Version, die landet dann um 10.30 Uhr in Ihrem Postfach. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen und erfolgreichen Handelstag. Freue mich, wenn wir uns auch morgen bei den Fladex Morning News wiedersehen. Bis dahin.